Mitten im Stadtzentrum von St. Johann wurden insgesamt 35 Eigentumswohnungen errichtet. Davon wurden 23 Wohnungen mit der Wohnbauförderung gekauft. Für Landesrat Hans Mayer eine erfreuliche Anzahl. Und da sieht man eigentlich, wie gut, dass das angenommen wird. Im Jahr 2014 haben wir noch 15 Wohnbauförderungsfälle insgesamt gehabt. Und natürlich ist es schon jetzt sehr treffsicher und hilft den Familien wirklich. Gerade für Familien eine Investition, die ohne Förderung undenkbar gewesen wäre. Gerade mit der Änderung des Wohnbauförderungsgesetzes ist es natürlich jetzt schon für uns eine große Hilfe. Wir sind eine erwachsene Familie und der Zuschuss ist schon sehr erheblich, also es bringt uns einiges. Es ist einfach viel leichter, sich Eigenheim zu finanzieren mit der Wohnbauförderung, weil es einfach in der heutigen Zeit anders fast nicht mehr möglich ist. Und die bürokratische Abwicklung eines Förderansuchens war für die dreiköpfige Familie Ennenkel auch kein Hindernis. Es geht eigentlich relativ unproblematisch, weil man quasi über das Internet die Unterlagen runterladen. Da ist eigentlich alles genau im Detail erklärt. Und es ist relativ schnell gegangen. Also ich muss sagen, die Abteilung 10 hat da wirklich gute Arbeit geleistet. Der Traum vom eigenen Zuhause. Für 23 Familien ist das nun Wirklichkeit geworden. Dank der Wohnbauförderung des Landes. Es ist einfach ein Traum, sich Eigenheim zu finanzieren. Und wenn das so möglich ist, sind wir froh.